Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu One Punch Man, a Hero Nobody Knows. Und ja, ich habe jetzt gegessen. Und als ich mich wieder eingeloggt habe ins Spiel, waren wir hier. Das heißt, ich besuche jetzt erstmal den Einkaufsbezirk bei der Nordseite und dann fahren wir zurück zur Vereinigung, um alle Missionen zu machen. Dank deiner tollen Leistung ist die Nordseite des Einkaufsbezirks wieder zugänglich. Jetzt können wir zum Möbelladen gehen. Wir können dir gar nicht genug danken. Ein neuer Bereich ist jetzt verfügbar. Die Nordseite. Belohnung des Möbelladens. Lecture Man. Wie ich hörte, will ein Mitarbeiter des Möbelladens im Einkaufsbezirk belohnen. Mit Sicherheit wird dir ein Geschenk bei deiner Arbeit als Held nutzen. Du solltest bei Gelegenheit vorbeischauen. Das machen wir doch direkt. Moin moin. Danke, dass du die Stadt für diesen Monster, vor diesen Monstern schützt. Was würden wir ohne dich tun? Hier. Ich habe eine Kleinigkeit für dich, nur zu, nimm schon. Ein Flachbildfernseher in weiß, westlich. Okay. Sag mal, ist dein Raum immer noch so leer? Es kann Spaß machen, deine Möbel aus dem Laden auch mal umzustellen. Warum probierst du es nicht aus? Ja, das hatte ich vor. Im Möbelladen kannst du verschiedenste Möbel kaufen. Du kannst sämtlich gekaufte Möbel in deinem Raum aufstellen, wähle Gegenstände aus, die dir gefallen und deinen Raum nach deinem Geschmack einzurichten. Du kannst erhaltene Möbel jederzeit in deinem Raum platzieren. Okay, ein Futon. Kissen. Also ein Zabuton. Ein Teetisch. Ein Kühlschrank. Wir brauchen einen Kühlschrank. Ja, Kaktus brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Obwohl, für OP-Wipes. Okay, schade, es gibt keine. Aber dann holen wir uns noch ein Futon. Und zwar den da. Germany. Ich hatte gehofft, dass man Bikini-Girls aufhängen kann, aber wahrscheinlich geht das im gesamten Game nicht. Naja, dann gehen wir jetzt kurz nach Hause. Cool. Raum bearbeiten ist jetzt eine Mission. Wie sich sofort die Musik drastisch verändert. Bist du hier neu eingezogen? Dann bist du ein Held, oder? Das weiß ich, weil ich neulich gehört habe, wie jemand von der Vereinigung darüber gesprochen hat. Ich weiß alles, was hier im Viertel los ist. Wenn du mal Probleme hast, sag einfach Bescheid. Dankeschön. Ich möchte in meinen Raum gehen und ich möchte diesen bearbeiten. Yay, ich möchte meinen Raum bearbeiten. Missionsbelohnungen. Die Belohnungen, ja. Okay. Blätt. So. Ich möchte Raum bearbeiten. Entfernen. Platzieren. Ein Futon. Drehen. Zack. Machen wir so. Dann machen wir den D-Tisch hier in die Ecke. Die Kissen machen wir hier hin. Theoretisch hätte ich mir noch ein Kissen kaufen können, ne? Habe ich aber leider nicht gemacht. Ach, das geht wahrscheinlich nicht. Ich wollte da jetzt den Fernseher draufstellen. Schade. Dann machen wir so.
Das entfernen wir wieder. Oh, wir haben noch so ein Kissen bekommen. Okay. Regalbox. Haben wir noch eine? Okay. Ew. Oh lol. Okay. Krise im verlassenen Gebiet. Das ist ein Notfall. Im verlassenen Gebiet ist es wohl zu Unruhen gekommen. Bitte begib dich sofort dorthin und kümmere dich darum. Außerdem haben wir Meldungen über ein Monster in der Gegend erhalten. Oi. Ein Kaktus gegen die Einsamkeit und eine Gießkanne, um ihn am Leben zu halten. Große Flachbildfernseher wie dieser sind das Fenster zur Welt. Die S-Klasse der Lebensmittellegierung, ein wahrer Segen für die Menschheit. Ja, also ich wüsste nicht, was ich ohne Kühlschrank machen tun sollte, Bruder. Okay, also hier haben wir irgendwo jetzt Unruhen. Das heißt, ich werde dich richtig groß vermöbeln. Ah. Erstmal ein Schluck Cola. Der Ladebildschirm ist so lang, während des Ladebildschirms könnte ich kochen. Geh zum Eingang des verlassenen Gebiets. Vielleicht Mosquito Lady? Das ist übel. Ein Held wurde besiegt. Den Penner habe ich mit deinem Schlag erledigt. Dann knöpfe ich mir jetzt vielleicht mal das Stadtzentrum vor. Oh, willst du Stress? Willst du Stress, Penner? Da hat aber mal jemand Mumm. Dann hast du bestimmt Lust auf Action, stimmt's? Komm zum Flussufer, dann regeln wir das in einem Zweikampf. Und komm allein, falls du kein Hosenscheißer bist. Ha! Damit du deine Kameraden mithaben kannst und ich aber nicht? Naja, okay. Hoffentlich werden wir jetzt direkt dahin teleportiert. Denn am Weg könnte ich ja vielleicht auf einen Helden treffen, den ich nach Unterstützung bitten kann. Naja, wahrscheinlich würde das gar nicht gehen. Aber naja. Logik. Ja! Okay. Die erste Folge ist, by the way, mittlerweile hochgeladen. Ich bin noch ein bisschen unzufrieden mit den Decks, aber ich habe mir Mühe gegeben, keine Fail-Tags reinzumachen. Wow, du warst wirklich blöd genug, hier alleine aufzukreuzen. Bist du etwa hohl im Kopf? Das Monster ist man frei von dem ganzen nervigen Menschenkram. Zweikampf. Ha. Du bist echt eine A-Klasse. Blöd, Mann. Was ist denn diskret? Diskret. So unauffällig. Okay, also unauffällig. Okay. Ha. Moment mal. Wow.
Im Ernst? Das ist ja monstermäßig mies. Du verdammter Jammerlappen. Ich wollte dich ja langsam foltern, aber ich muss dich wohl erledigen, bevor die Verstärkung kommt. Okay, 4-1 klingt mir nach einem fairen Kampf. Letzte Chance. Regeln wir das mit den Fäusten. Dem Feigling geht's gleich an den Kragen. Autschi, au, au, au. I won't let you get away. Scheiße. Huh? Are you perhaps in need of my strength? You need my power. Bisher ist noch kein Held eingetroffen. Ohne Unterstützung geschafft. I won't let you get away. Bye. So. Bist du neu hier? Respekt, dass du geblieben bist, obwohl du zahlenmäßig unterlegen warst. Aber du bist noch zu grün hinter den Ohren, um Monster mit bloßen Fäusten zu verwirren. Ich hab grad alle verdroschen. Wenn du gegen mehrere Gegner kämpfen willst, musst du dich mit Waffen auskennen. Verdammt. Euch Penner werde ich nicht vergessen. Und eines Tages werde ich euch umbringen und fressen. Ihr Versager taugt nicht mal als Aufwärmegegner bringt.
Bringt nächstes Mal härtere Unterstützung mit. Ach ja, pass auf, was du dir wünschst. Nächstes Mal bringe ich nämlich ihn mit. Bald fress ich dich, du wirst schon sehen. Tja, die sehen wir dann wohl nochmal. Aber natürlich. Der heutige Kampf war ein Versehen. Du hast sie zufällig getroffen. Weiter nichts. Nächstes Mal wird's ernst. Dein erster, richtiger Kampf. Bring eine Waffe mit. Im Ernst? Das ist ein riesiger Kampf, verdammt. Also lass uns richtig kämpfen. Keine Sorge, Grünschnabel, ich geleite dich. Tja, wollen wir mal ein bisschen Stahl schwingen? You're strong. Alright. Können wir jetzt endlich Waffen freischalten? Ich habe ja einiges. Meine Handfläche ist voll nass. Das mag ich nicht. Ich schwitze immer so sehr an den Händen. Das ist echt problematisch. Also mich nervt's hart. Manchmal wirst du in der Stadt berühmten Helden begegnen. Alright. Ruf beim Metal Bad, der erhöht. Neuer Charakter Metal Bad, in freien Kämpfen einsetzbar. Neuer Kampftyp freigeschaltet, Typ Waffe A. Todesstoß gelernt, Kampfgeistschub. Todesstoß gelernt auf Hochtouren. Beschützer der Stadt, danke für deine Hilfe bei der Bewältigung von Krisen, bla 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 bla. Rettet die Bürger von Z-Stadt. Berichten zufolge greift ein unidentifiziertes Monster die Bürger von Z-Stadt an. Alle Helden, die nicht auf wichtiger Mission unterwegs sind, sollten zum Ort des Geschehens eilen, um die Bürger zu schützen und zu evakuieren. Da wir in den letzten Tagen viele Augenzeugenberichte erhalten haben, solltest du außerdem das Einsatzgebiet untersuchen. Viel Glück! Die Anerkennung deiner harten Arbeit. Oh, nice, wir haben eine neue Mission. Geil. Auf Hochtouren. Kampfgeistschub. Ja. Dann holen wir uns jetzt kurz eine Waffe. Und dann gehen wir nach Z-Stadt. Wir nehmen den Metallschläger. In Schwarz. No. Was ist denn das? Lol. Okay, hier haben wir zwei Missionen. Ich möchte aber die Mission mit Z-Stadt machen. Gerüchte über blonde Cyborg.
Es kursieren Gerüchte über einen blonden Cyborg, der unabhängig von der Heldenvereinigung für Gerechtigkeit sorgt. Schon unzählige Monster besiegt haben soll, der Cyborg scheut die Medien. Doch wir werden weiter nachforschen. Da, das will ich machen. Da wir in den letzten Tagen viele Augenzeugen erhalten haben, solltest du außerdem... Das will ich machen. Rette die Bürger von Z-Stadt und untersuche das Gebiet. Aber ich kann hier jetzt nicht auswählen, was für eine Mission ich haben will. Das ist scheiße. Das nervt. Kann ich da zur Heldenvereinigung laufen? Oder ist das jetzt Z-Stadt? Ich hoffe, das mit Z-Stadt können wir machen. Das will ich nämlich machen. Excuse me, can I have a moment of your time? The city's in a state of crisis. Civilians everywhere are being attacked by monsters. They need protection and evacuation. Unfortunately, we're low on manpower. I understand that this task is a bit on the dangerous side for a Class C hero. Ich bin Klasse B. But, judging from your recent exploits, I'm fairly confident that you can handle it. I've already added the job to the mission counter. Please, I need you to get to the scene as soon as you can. That's all for now. I have every confidence in your success. Personenschutz und Evakuierungsleitung. Erziele eine K.O. Maximal Kompo von 3. Okay. Vielleicht kommen wir da wieder zu so einem übermächtigen Monster. Ich muss halt gucken, dass ich eine 3er-Kompo schaffe. Und dann muss ich hoffen, dass irgendwie Saitama kommt. Oder ich muss halt wieder lang genug durchhalten. Aber wir wissen das noch nicht.